Wir haben das Versprechen abgegeben, dass wir bei Bild weiter hinschauen werden, dass wir nicht wegschauen, dass das nicht diese Fälle in Münster und auch alles, was jetzt in der weiteren Ermittlung des Falls Mehdi rauskommt, dass wir das nicht einfach nur berichten werden und drüber hinweggehen werden und nach ein paar Tagen ist dann alles wieder so wie vorher, sondern dass wir wirklich dranbleiben, dass wir wirklich laut sagen, wie wir zum Thema Kindesmissbrauch stehen, dass wir das mit sehr, sehr großen Buchstaben auch weiter schreiben, so lange, bis eben Gesetzeslücken geschlossen sind, bis sich die Politik bewegt. Denn immer noch gilt Kindesmissbrauch oder wird vielerorts in vielen, vielen Fällen als Vergehen, nicht als Verbrechen gewertet. Und es gibt auch, anders als beispielsweise bei Steuerhinterziehung, nicht diesen ganz klaren Fall, wenn Kindesmissbrauch vorliegt, dann ist in jedem Fall eine Haftstrafe zu verhängen. Nämlich, es ist immer noch, wie wir heute oder gestern Abend aus Bückeburg erfahren haben, häufig gibt es Richter, die Täter auf Bewährung draußen lassen. Und wir sagen ganz klar, Kindesmissbrauch, da kann keine Bewährung stattfinden. Und wie gesagt, wir sagen das so laut, bis sich die Politik bewegt. Und dort scheint sich mittlerweile ein bisschen was zu tun. Wir hören jetzt von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, dass die CDU und er im ganz persönlichen oder ganz besonderen drastische Strafen fordert im Fall von Kindesmissbrauch. Wir haben ihn jetzt bei uns zugeschaltet, Paul Ziemiak. Drastische Strafen, was genau, wo genau werden, wenn Sie es durchsetzen, die Strafen härter? Gesamten Bereich des Kindesmissbrauchs und auch der Verbreitung und dem Besitz von Kinderpornografie stärker unter Strafe stellen. Das heißt, ich fordere, dass diese Straftaten zu Verbrechen erklärt werden und nicht zu Vergehen, so wie es bisher ist. Ich verstehe nicht, warum die Bundesjustizministerin sich weigert, diesen Weg mit uns zu gehen. Das hat auch mit der Abwägung von Rechtsgütern zu tun. Wir haben andere Straftatbestände, beispielsweise im Bereich des Diebstahls oder im Bereich des Betäubungsmittelhandels, wo es ganz andere Mindeststrafen gibt, wo Verbrechen eben erkannt werden, zu Recht erkannt werden. Da spricht man nicht nur von Mindeststrafen von unter einem Jahr, sondern sogar von nicht unter 5 Jahren. Und dort haben wir eben Nachholbedarf. Ich halte es für absolut an der Zeit, dass wir jetzt das Recht ändern, das Strafrecht ändern und appelliere an die Bundesjustizministerin, jetzt diesen Weg zu gehen und auch andere Verschärfungen einzuführen, beispielsweise auch leichter Untersuchungshaft zu verhängen. Das ist ganz, ganz wichtig und wir brauchen Bewegung im Bereich der Vorratsdatenspeicherung, damit wir die Täter ermitteln können. Und wir brauchen eine öffentliche Diskussion darüber in allen Medien, die Sie jetzt gerade führen und die ich jetzt bei Bild verfolgen konnte. Es ist wichtig, dass dieses Thema mitten in der Öffentlichkeit ist. Wir alle und nicht nur Politik, sondern auch Medien haben eine Verantwortung, dass wir das zu einer großen gesellschaftlichen Debatte machen, damit so schnell wie möglich jetzt die Änderungen kommen. Ja, ganz genau. Lassen Sie uns dieser Verantwortung gemeinsam gerecht werden. Herr Ziemiak, trotzdem noch einmal aufgedröselt und vielleicht auch für die verständlich gemacht, die jetzt nicht jeden Tag im Strafgesetzbuch nachlesen. Das heißt, was genau bedeutet das, wenn eben Kindesmissbrauch in keinem Fall mehr als Vergehen gewertet wird, sondern immer als Verbrechen? Was bedeutet das mit Blick auf die Haftstrafen? Das bedeutet, dass das Gericht keine andere Möglichkeit hat, als mindestens ein Jahr Gefängnis zu verurteilen. Eben, das ist ganz, ganz wichtig. Bisher haben wir 6 Monate. Das ist ein Vergehen. Es muss zu einem Verbrechen erklärt werden, damit es ein Mindestmaß an Strafe gibt. Aus meiner Sicht Mindestmaß an vertretbarer Strafe. Gerichte haben immer noch ganz viele andere Möglichkeiten, dort auf den Einzelfall einzugehen. Aber wir brauchen diesen Verbrechenstatbestand, ich sage, in allen Bereichen. Das betrifft eben die Verbreitung, den Besitz, auch das Handeltreiben mit kinderpornografischen Materialien, aber auch den Missbrauch als solchen. Nochmal, wir haben das in anderen Bereichen, wie ich finde, zu Recht, aber es ist niemandem zu erklären, dass beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln es das zum Verbrechen erklärt wird und beim Thema Kindesmissbrauch, Kinderpornografie nicht. Okay, das ist ein wichtiger Schritt. Jetzt wissen wir bei Steuerhinterziehern beispielsweise, dass die ab einem bestimmten Ausmaß des Vergehens dann eben auch keine Bewährungsstrafe mehr erhalten dürfen. Wie sieht das, wenn Sie es durchsetzen, mit Blick auf Kindesmissbrauch aus? Kann Kindesmissbrauch auch weiterhin zu einer Bewährungsstrafe führen? Sie haben es ja gerade von Herrn Röhring gehört, dass Gerichte
und dann der Gesetzgeber genügend Möglichkeiten haben. Ich finde persönlich, dass es dort keine Bewährungsstrafe geben kann, weil diese Verbrechen so schlimm sind. Wir sprechen da nicht von Delikten eins von vielem, sondern Kinder, die missbraucht wurden, sind gekennzeichnet und in den meisten Fällen für ihr ganzes Leben. Sie kriegen keine Bewährung. Sie sind bestraft für ihr ganzes Leben. Der Gesetzgeber kann für die Gerichte Ausnahmen schaffen, so wie es in anderen Delikten auch in diesem Bereich der Fall ist, wenn es sich wirklich zeigen sollte, dass die Schuld eines Täters und die Tat an solches ganz anders ist, als der Gesetzgeber den normalen Fall angenommen hat. Aber ich sage, wer Kinder missbraucht, der schädigt sie für ihr ganzes Leben. Und deswegen brauchen wir es als Verbrechen im Strafgesetzbuch und vor allem keine zu weichen Strafen. Und das sind Bewährungsstrafen. Ich will da einmal noch mal ganz kurz dranbleiben, Herr Ziemiak. So ein Fall, wie wir den jetzt aus Bückeburg gehört haben. Ja, ein Lehrer missbraucht seinen eigenen Sohn. Und die härtere Strafe wird später noch mal aufgehoben und dann zur Bewährung ausgesetzt. Wird nach dem Konzept, was Sie jetzt vorlegen wollen, vorlegen werden, eine solche Abmilderung der Strafe noch möglich sein? Ich kenne den Fall nicht im Einzelnen. Ich habe heute die Berichterstattung gelesen. Ich will mich nicht zu einzelnen Fällen äußern, aber Fälle solcher Art müssen zwingend nicht nur am Anfang mit Untersuchungshaft beginnen, sondern dann auch in einer Haftstrafe ohne Bewährung enden. Sie haben eingangs auch schon über die Beschaffung, über den Besitz von kinderpornografischem Material gesprochen. Auch da wollen Sie noch mal verschärfen, inwiefern? Ja, auch da geht es um den Strafrahmen und die Mindeststrafen und da gilt das Gleiche wie beim Missbrauch selbst. Warum? Jetzt mögen sich einige fragen, naja, das sind doch zwei unterschiedliche Dinge. Aber das eine bedingt das andere. Wenn Menschen dieses schlimme Material, was Menschen eben für ihr ganzes Leben auch geschädigt hat, nicht konsumieren würden, nicht weiterverkaufen würden, nicht besitzen würden, es gar nicht haben wollten, dann würde es auch aller Voraussicht nach nicht in diesem Umfang, wie wir es jetzt erleben, durch die Ermittlungen produziert werden. Das eine bedingt das andere. Deswegen, wer Kindesmissbrauch im Bereich der Kinderpornografie bekämpfen will, der muss natürlich den Konsum, den Besitz, das Handeltreiben ganz streng unter Strafe stellen. Jetzt die vielleicht entscheidende Frage für das, was am Ende hinten rauskommt. Also ist schön und gut, wenn Ziemiak will und wenn die CDU will, aber die ganze Regierung muss es wollen und der Bundestag muss am Ende das Gesetz verabschieden. Kriegen Sie die Justizministerin überzeugt? Kommt das Ding durch den Bundestag? Ich bin momentan etwas ratlos und sprachlos, warum die Justizministerin das nicht möchte. Es gibt kein einziges wirklich schlüssiges Argument dagegen. Wir fordern das. Es muss auch in diesem Jahr passieren. Das darf nicht auf die lange Bank geschoben werden. Nochmal, deswegen halte ich es für richtig, dass auch medial so berichtet wird über dieses Thema. Und wir werden das zu einem Thema machen in der Koalition. Und dann hoffe ich von unserem Koalitionspartner, dass er das so sieht wie wir, dass beim Kindesmissbrauch es keine falsche Toleranz geben darf. Also die CDU-Chefin nehme ich an sowieso, die haben Sie schon an Bord, die Kanzlerin auch? Also ich kann das sagen. Erstens hat Annegret Kramp-Karrenbauer das ja bereits am Montag deutlich gemacht in ihren Statements. Zweitens, das, was ich spüre aus der CDU und CSU, sowohl aus der Bundesregierung als auch aus der Fraktion, gibt es große Unterstützung dafür, weil wir dieses Problem sehen. Übrigens, die CDU hat das schon seit langem gefordert. Es ist immer wieder am Justizministerium gescheitert. Sowohl wir in der Bundestagsfraktion, als auch Herbert Reul beispielsweise als Innenminister, aber viele andere Innenminister auch, haben das zum Thema gemacht. Und mein Appell an das Justizministerium ist jetzt, den Weg frei zu machen für eine Verschärfung des Gesetzes. Aber diese Verschärfung ist vor allem Schutz für die, die am meisten Schutz brauchen, nämlich Kinder in unserem Land. Herr Ziemiak, letzte Frage, ein bisschen persönlicher. Sie selbst sind Papa. Sie haben auch lange in Münster gelebt, dort, wo die Ermittlungen dazu geführt haben, wirklich den größten Fall von Kindesmissbrauch in der Geschichte der Bundesrepublik dann aufzudecken und am Wochenende damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Lassen Sie uns ein bisschen in Ihr Herz schauen und vielleicht aber auch darauf, was in Münster noch passieren muss. Denn da gab es ein Jugendamt, was ganz offenbar ja drastische Fehleinschätzungen vorgenommen hat, um es ganz vorsichtig zu formulieren. Und es gab Nachbarn, die wahrscheinlich
wahrscheinlich weggeschaut haben. Erzieher, Lehrer, denen ganz offenbar nichts aufgefallen ist oder die weggeschaut haben. Es gab ja vor, in Nordrhein-Westfalen muss man sagen, auch vor diesem Fall hat der Innenminister Herbert Reul das ja zur Chefsache gemacht, hat entsprechend Personal und Kapazitäten aufgerüstet, dass überhaupt solche Ermittlungen dann auch in der Form so erfolgreich sein können. Und dafür bin ich ihm auch ganz persönlich dankbar. Wie geht es einem, wenn man Familienvater ist, glaube ich, wie den meisten anderen Menschen, die diese Nachrichten sehen? Als Politiker lernt man ja, das eine oder andere zu formulieren und schnell auf etwas zu reagieren. Aber bei diesen Dingen fehlen mir einfach die Worte. Logischerweise stellt man sich vor, Mensch, das sind Kinder, die in einem vielleicht ähnlichen Alter sind wie die eigenen Kinder. Wie kann ein Mensch anderen Menschen, anderen Kindern und zum Teil ja sogar eigenen Kindern oder Stiefkindern so etwas antun? Das ist eine Mischung natürlich aus völliger Sprachlosigkeit, Mitgefühl, weil ich mich frage, jetzt unabhängig von der juristischen Bewertung und der politischen Debatte, die wir jetzt haben, was wird aus den Kindern, welche Unterstützung bekommen sie? Wir brauchen auch da in diesem Bereich mehr Unterstützung und auch Prävention, Mitgefühl und natürlich die Sehnsucht danach, dass wir alles tun, damit möglichst sich diese Fälle nicht wiederholen. Und ich sage, das Thema Vorratsdatenspeicherung, lassen Sie mich das hinzufügen. Ich kenne die ganzen akademischen Diskussionen in diesem Bereich. Aber wir werden im Bereich der Kinderpornografie, die ja häufig im Netz, im Darknet gehandelt wird, werden wir nur Erfolge erzielen können, wenn wir auch beim Thema der Vorratsdatenspeicherung Erfolge erzielen, die wieder auf die Agenda setzen und das tun. Es ist es wert, um Kinder zu schützen. Bei aller akademischen Diskussion, da muss etwas passieren. Danke, Paul Ziemiak, für diese zuletzt emotionalen Worte und dann aber vor allen Dingen für die Ankündigung, dass die CDU schon mal an Bord ist, um drastische Strafverschärfungen durchzusetzen bei Kindesmissbrauch. Das nehmen wir mit an diesem Mittwochmittag, Moritz. Also die CDU ist an Bord und unser Versprechen führt dann dahin, dass wir da weiter am Ball bleiben und jetzt eben auch schauen, dass das umgesetzt wird, dass es die Justizministerin reicht und dann auch den Bundestag drastische Verschärfungen mit Blick auf Kindesmissbrauch. Also Druck darauf, dass dieses Gesetz verschärft wird, ganz wichtig. Aber du hattest es ja auch angesprochen, die Aufklärung ist so wichtig, dass die Jugendämter hinschauen, was in den Familien passiert und dann auch diese Fälle an die Öffentlichkeit kommen und vors Gericht. Teilweise ganz herzlichen Dank. Danke.